Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. So, wir sind hier mal an Bord unserer Nostromo im Chefsessel. Muss auch mal sein. Denn ich war fleißig. Und zwar, also mir war hier beim Great Annihilator und dort habe ich die Nostromo vollgetankt bis oben hin. Also was an Platz verfügbar war, ist jetzt mit Tritium befüllt. Dann habe ich mal überlegt, okay, mir wollte eigentlich nach Kolonia. Und genau, da habe ich auch noch die T9 komplett vollgetankt. Habe die dann auf der Nostromo geparkt und bin schon mal ein bisschen gesprungen. Weil, wenn man ins andere Schiff wechseln wolle, ist ja klar, dann musste Tank leer sein. So, und wir sind jetzt mittlerweile. Schon hier, da ist der Great Annihilator. Wir haben ein paar Meter haben wir noch gemacht bis dahin. Das hat jetzt gereicht, bis ja genau die T9 leer war. Und es ist auch gar nicht mehr so furchtbar weit nach Colonia. 6500 Lichtjahre, das geht noch. Und ja, aber wir wollen ja hierhin. Ohnehin. Wir haben ja einiges zu tun noch. Und ja. Das könnte man jetzt in Angriff nehmen, denke ich. Gucken wir mal hier, ob alles in Ordnung ist. Neues Spiel. Naja, Pornhub und Tablet ist klar. Ist klar. Naja, die müssen hier momentan nichts machen. Genug Likör, Hanse. Da sollte so ein paar da ohne uns auskommen. Verdammte Alkoholiker hier an Bord. So, Moment, man geht so, wir hatten Dienst, aha, sie, gut. Man geht so selten in die Dings, na, in die Captain's Lounge. So, hier, die Dinger, die nutzen wir nicht, weil mir wolle auf gar keinen Fall wieder am Great Nile rauskommen oder auch am Zentrum in Explorers Anchorage, das wolle man natürlich nicht. So, wir müssen zur Bubble und da. Nehmen wir unsere Sidewinder. Die kleine Flo. So. Dann wäre natürlich die Frage, wie machen wir das? Ich habe eventuell eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil diese Sidewinder, die wir haben, die ist ja. Eigentlich gar nicht irgendwie groß ausgerüstet. Das ist eigentlich, das ist sogar noch das Schiff, wo ich am Anfang, wo man am Anfang kriegt. Das ist das sogar noch. Ist nur ein bisschen modifiziert, aber da ist noch nicht so viel drin. So, Moment, wo? Hier, genau. So, was ich mir eventuell überlegt habe, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Weil einfach das Raumschiff sprenge, das ist ein bisschen doof. Irgendwie. Deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht haben wir ja Glück und hier ist in der Nähe, naja, O-Stern bringt uns nichts. Das bringt uns noch weniger. Ich dachte, ist hier irgendwo ja, weißer Zwerg. Neutronenstern ist aktiv. Aber hier scheine gerade keine zu sein. Okay, dann geht das Experiment natürlich nicht. Hier wirklich nichts? Komm, mach mich nicht schwach hier. Wo sind wir dann? Ha. Ach, guck mal, dort, das sind doch. Ja, 80 Lichtjahre. Das ist schön. Irgendwie sehe ich das gerade gar nicht. Also irgendwie ist das komisch. Ich sehe die Neutronensterne nicht.
Okay, vielleicht mir rauszoomen. Zu weit. Ich glaube 80 Lichtjahre und da kommen wir gar nicht hin. So, warte mal, wo bist du? 43 entfernt. Hier ist wirklich nichts. Nicht irgendwas in der Nähe. Verdammt, ich hätte gedacht, dass hier eventuell in der Nähe irgendwas ist. Dass man hätte können. Moment, da ist. Ah, Moment, Moment. Nein. Nein, das war nichts. 16 Lichtjahre. Das ist doch das die Hausnummer, die mal vorschwebt. Ne, das ist auch nur O-Stern. Weil wir können ja gar nicht so weit springen. Das heißt, 16 Lichtjahre kommen wir schon mal gar nicht. Da, die käme man nur mit. Das ist doch wohl Witz. 80, das ist wieder viel zu weit. So, also merke, wir haben hier U-Sterne, aber die bringen mir nichts. Ich da oben irgendwie. Nee. Nee, sorry, da. Da haben wir wohl verloren. Vielleicht sehen wir hier was nochmal ganz drin zoomen. Aber hier ist so viel. Nee, schade. Kein Experiment möglich. Kein Experiment möglich. Na gut, dann. Tja, sprengen wir halt. Hätte ich zwar gerne Anachster gelöst, aber einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch machen wir noch. So, wir zoomen hier direkt dran. So. Das ist, hier ist so viel hier über Sigio. Wenn hier ein Neutronenstern ist, dann über Sigio komplett. Fall die Zoom-Stufe ist okay. Nein. Damit. Hätte ich vielleicht solle vor der Aufnahme mal gucken. Naja. Aber ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ja, in die 80 Lichtjahre, ne, das funktioniert mit der Zeit weiter. Das funktioniert nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann muss das halt irgendwie so gehen. Dann begeben wir uns halt so zur Bubble. Ich hoffe, das funktioniert noch. Hab ich das schon mal gemacht? Ja, das haben wir schon mal gemacht. Ja, damals in der Fleet Carrier Beta. Stimmt. Da haben wir das gemacht. Da haben wir das gemacht. Wie weit könnten wir eigentlich springen? Lichtjahre. Oh Gott, da. 75. Nee, guck mal da, das ist. Da kommt man noch nicht mehr an. Uftranke könnte man nicht. Okay, hat sich erledigt. Fleet Carrier Beta, da haben wir das gemacht. Und zwar, genau, da gab es diesen dedizierten Beta-Server. Und genau, da haben wir uns da eingeloggt auf den Beta-Server. Und das Experiment mit dem weißen Zwerg oder einem Neutronenstern gemacht. Stimmt. So, wie funktioniert das nochmal? Ja. Nein, Lagerhallen. Was ist denn das? Ach so, das ist das Ganze. Zu Fußzeug. Inventar, Schiff bestimmt. Selbstzerstörung, Donut. Okay, Bubble, here we come. Shields offline. Warning. Detonation
Na, da kann man gar nicht die Kamera für ausaktivieren. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bumm! Bis auf 363%. Okay. Oh, das Schiff wurde zerstört. Mach Sache. So, jetzt natürlich, wie funktioniert das weiter? Crewinformation, Schiffinformation, Frachtverluste. Was haben wir was verloren? Ach ja, komm, das ist nicht so wild, ja, die Kodexentdeckungen. Okay, weiter. Schiffsauswahl. Gratis Schiff erhalten. Ja, das ist okay. Und jetzt so, oder? Ach, guck mal hier, das zeigt er uns an. Das ist cool. Acellus Primus, Baker's Prospect, Entfernung 22.000. Ja, das kommt hin. Cool, funktioniert noch. Funktioniert noch. Sehr schön. Der Expressweg zur Bubble. Sollte man natürlich nicht mehr voll ausgestattetes Schiff machen, das wäre natürlich doof. Oh, kennen wir uns überhaupt noch in der Zivilisation aus? Wie verhält man sich dann da? Okay. Ach cool, der schreibt sogar eine neue Journaldatei dann. Ist die nicht gerade? Naja, anyway. Ja. Ja. Guck mal hier, ist ein orangener Riese. So, Shinrata Desra. Wir haben eine Cobra, das ist ziemlich weit. Cobra MK3 und eine Fer de Lance. Aururu haben wir Haula. Und wir haben noch eine Vulture, ein Deziat. Das bringt mir jetzt alles nichts. Yeah. Okay. Gott, wie funktioniert das hier nochmal? Also gucken wir uns eher schon, was man mit der Sidewinder hier machen könne. Iem, bum, 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 bum. Was tun? Lackiererei, erweiterte Wartung, Ausstattung. Wenn man echt wie in der Bubble war. Intern. Ein Frameshift-Antrieb. 2D. Kriegen wir hier was Schönes. Weil C. Das ist auch nicht so toll. Machen wir mal drin. Das finde ich schon so ein bisschen besser. Ja, 8 Lichtjahre. So. Okay, was machen wir jetzt? Was wollen wir dann? Ein Schiff hierher schicke, das reicht nicht für die Folge. Wir müssen jetzt ein bisschen. Also letztlich wollen wir ja nach Shinrata Desra. Das sind 87 Lichtjahre. Noch O-Riese. Was bist denn du? Wirt. Das kommt mir auch bekannt vor. Das ist so Ingenieur. Bist denn du? Targoiden-Titan. Hahaha. Haha. Nein, lass mal. Lass mal. Da wollen wir nicht hin. Wo ist denn eigentlich. Lest die? Ist die eine cool? Sol, Sol. Söhne 40 Lichtjahre. Da ist doch hier bestimmt noch. Banatzstern ist doch hier noch. Stimmt, ja. Die Trucker. So, Shinrata Desra, da kommen wir nicht hin. Oh, guck mal hier. Gelbweißer Überriese. Das fällt mir mittlerweile auf, aber mit einer ganz anderen Dinger kann ich nichts mehr anfangen. So,
Ich würde sagen, mir. Moment, Moment, da war doch was. Das müssen wir nochmal das kollektive Gedächtnis hier. Nein, alle wechseln. Dienst lassen. Kolonie Hightech. Förderung. Wo ist denn Ihr Hightech-System daneben? Bulk. Bulk, Föderation, 17 Lichtjahre. Orbit. 17, naja, kommt, können wir noch Bulk. Komm mal doch hin. Komm mal doch hin. Denn vielleicht haben wir Glück und kriegen wenigstens auf dem Weg ein bisschen besserer Frameshift-Antrieb. Oh, wir sind sogar auf einer Station. Da brauchen wir gar nicht mehr Booster. Und so, weg damit. Drei Sprünge, naja. Okay, Ziel ist jetzt, wir springen einfach mal zu dem Hightech-System und wir halten uns auch jetzt gar nicht auf irgendwie. Und gucke einfach mal, was wir hier kriegen für die Sidewinder. Dann müsste die Folge auch schon kommen, wieder rumsen. Dann kann ich schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Dann schicke ich mir einfach mal Shift her. Ich glaube, die Cobra eventuell, die ist nicht ganz so unflott. Weil letztlich wollen wir nach Generator Hadesra und schon mal Schiffe kaufen. Damit wir da mal anfangen. Beziehungsweise brauchen wir auch Material. Egal, wir müssen es ja schon mal in ein System, wo wir kaufen können, wo wir uns ja schon ein bisschen auffallen. Und dort schicke ich dann meine Python hin vom Carrier. Das kostet zwar wieder ein bisschen, aber das ist egal. Das könnte man eventuell. Das dauert doch. Das können wir uns mal angucken, wie lange das dauert, wenn wir da auf dem Hightech-System sind. Der Preis ist eigentlich egal. Peanuts. Der Preis ist völlig egal. Ja, das muss ich halt ein bisschen warten, bis das Ding durch ist. Wie lange werden das dauern? 2, 3 eventuell, hm? So an die 40 Stunden, denke ich. Ja, es ist nicht so wild, wenn wir die Cobra MK3 haben, dann das ist schon mal ein bisschen was. Mit der können wir auch irgendwie relativ angenehm fliehen, denke ich. Die ist nicht ganz so doof ausgerüstet, hoffe ich. So. Jetzt mal hier in Bulk. Föderation, okay. Wir haben 10 Carrier, wir haben Moxons Mojo. Ja. Ja, wollen wir da hin? Natürlich wollen wir da hin. Was wollen wir sonst machen? So, ganz nebenbei, ich habe auch schon mal. Ich habe auch schon mal ein paar Namen für die Schiffe rausgesucht, denn wir brauchen eine. Was mal definitiv hole, ist Sidewinder. Die rüsten wir aus für Planetenlandungen. Das heißt, da müssen wir auch diesmal Oberflächen-Detailscanner einbauen, damit wir auch gucken, wo die, wenn irgendwo Signale sind, also für Hochgeplanete. Dann brauchen wir eine Cobra MK3. Ich habe zwar eine, aber das will ich nicht in die umzubauen. Schiffe kann man nie genug haben. Dann brauchen wir eine Python, ganz normali, und eine Python MK2, aber das natürlich erst, wenn es soweit ist. Und da könnte man vorher schon mal ein bisschen. Ich glaube, vorher müssen wir eh farmen, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Weil irgendwie haben wir. Ja, da haben wir genug, das ist klar. Ja, hier.
Adaptive Verschlüsselungserfassung, nee, okay, da dürfte es an einigem fehlen. Extension rüber und gut, brauchen wir ein paar Datencache-Ausnahmen, kann man auch noch ein paar holen. Ja, es schaut da, sowas zum Beispiel. Aber das machen wir alles, ja. In. What the frick? Komm. Komm. Ja, dann scannen uns, wir haben nichts drin. Ja, dann scannen halt. Komm schon mal nicht nur oder was mit dem Sidewinder? Ja, hopp, mach. Mach. Das hätte ich da vorher sagen können. So was passiert da außerhalb einfach nicht. Das hat doch nur Vorteile, wenn man nicht in der Bubble ist. Okay, gut, Nachteil ist natürlich, man kann sich draus keine Schiffe kaufen. Naja. So, und bevor ich es vergesse, müssen wir natürlich auch, also auch während der Zeit jetzt von Madrosen, was müssen wir noch machen? Genau, die gebookmarkte Dinger etwas ändern von den Ingenieuren, dass wir uns dann erweitert das Scanner mal auf Bookmark legen. Das wäre eventuell sinnvoller als irgendein anderer Mist, wo man ihn nicht nutzen. Also, wir haben viel zu tun, wenn wir hier in der Bubble sind und mir wäre eine Zeit lang jetzt hier sind. Weil ihr wisst selbst, am 7. August oder so, wann 7. war es, glaube ich, kommt erst die Python MK2. Das ist noch 2-3 Wochen. Und ja, gucken wir mal. What the fuck, muss ich hier selber landen? Ich kann das gar nicht mehr. Ach nee, da kann er automatisch landen. Ah, komm. Ja, probier es mal. Gott, wie lange haben wir das schon mal nie mehr gesehen? Was ist denn hin? Ach so, Barnard Snoop. Stimmt. Landeplatz 43. Ja, alles gut. Hey, sogar auf die richtige Seite geordnet. Yay. Wo muss man hin? 43, nehmen wir da unten. Wir können noch landen. Wow. Zumindest mit was Sidewinder. Ist doch auch was, oder? Okay. Ausstattung. Lass uns mal gucken, was wir hier kriegen. Was wir hier kriegen, können wir schon mal inbauen in das Ding. Ja, Frameshift-Antrieb, wunderbar. So, perfekt. Der Rest gucke ich, wie ich das mache. Ja, da gucke mal, wie wir das tun. Aufhängungen. Brauchen wir nicht.
wo wir hinfliegen, brauchen wir keine Waffen. Was haben die uns für ein Rotschiff verkauft? Wie abgerockt das ist. Na okay, dort war es nichts kostet. So, jetzt haben wir zumindest hier nur einen Frameshift-Antrieb drin. Und dann lass uns mal was gucken. Nee, das da wollte ich doch. Eventuell wollte ich das sogar. Schinrad Hadesra ist Hightech. 70 Lichtjahre. Können wir da schon direkt hin? Nee, können wir nicht. Naja, ist nicht schlimm. So. Wie funktioniert das jetzt? Lass uns mal gucken. Wenn wir hier jetzt die 16 Minuten, die Cobra MK3, das ist schon mal gut. So, genau. Credits egal. So, ich lasse schon mal diese hier kommen. Jetzt testen wir einfach mal, was wäre, wenn diese hier. Oh, wow. Okay. Das ist ein doch ein paar mehr. 2,5 da. So ungefähr. Wow. Boah, Peanuts. 2,5 da. Im... Ja. Ja, komm. Oder? Nee, die tue ich direkt nur auf Shinrata oder nur, oder nach Tuluku. Das ist besser. So. Okay. Viel geschafft. Wir sind mittlerweile in der Bubble angekommen. Das ist doch schon mal was. Genau. Nächste Dinge. Wir kümmern wir uns um... Ach nee, Farme weiß ich noch gar nicht. Wir müssen erstmal gucken, was die Cobra so kann. Das wäre so ein Ding. Oh, Ingenieure könnte man auch anpassen, aber da muss ich mich erstmal einlesen wieder, wer alles was hat, was ich alles habe, was man nicht brauche. Da muss ich ein bisschen vorbereiten. Anyway, wir haben Arbeit, aber das machen wir erst beim nächsten Mal und genau, bis dahin dann. Bye bye.